Ja, Leute, willkommen zurück zu Assassin's Creed 2. Wir haben noch ein Templer-Versteck auf der Karte, wir haben noch einen Codex, eine Codex-Seite auf der Karte und ich denke, die werde ich jetzt als erstes holen, die ist nämlich hier gleich um die Ecke. Danach klappern wir die Aussichtspunkte unser weiter ab und dann widmen wir uns letzten Endes dem Templer-Versteck. Na, Jungs? Bei euch sieht das so leicht aus. Ja, dann komm mal mit. Ist auch ganz leicht, zack. Kann jeder. Mit ein bisschen Übung. Betrachtet unseren Auserwählten, den Helden unserer. So, dann hopp. Los. Waltet eures Amtes. Kommt, kriegt Dresche, und zwar satt. Plündern. Uns fehlten auch gar nicht mehr so viele Codex-Seiten, oder? Ich habe ja das schon einmal auf der Karte in der Villa in Monte Regioni geordnet quasi. Und so viel haben da, meine ich, gar nicht mehr gefehlt. So, jetzt bist du dran da oben. Aber wir müssen auch nochmal nach Monte Regioni. Da ist wahrscheinlich die Truhe schon so dermaßen bis zum Bersten gefüllt. Dass. Ja, wir da eigentlich langsam mal wieder Kohle abgreifen müssten, damit wieder was nachkommt. Und wir müssen ja noch Rüstungsteile kaufen. Dass wir zumindest die. Das war knapp. Dass wir zumindest den Vorgänger von Alta Irs Rüstung, die wir ja noch nicht mal komplett hatten, mal komplettieren. So langsam aber sicher. Aber eines nach dem anderen. Vielleicht schaffen wir in der Folge die Aussichtspunkte. Dann können wir in der nächsten Folge eigentlich schnell nach Monte Regioni und uns danach mal das Templerversteck genauer anschauen. Jetzt müssen wir erstmal genauer gucken, wie wir hier hochkommen. Okay, hier offenbar nicht. Okay. Entschuldigung, junge Dame. Hier? Nö. Au. Ja, müssen wir mal suchen, müssen wir mal rumlaufen. Das ist aber auch direkt Water. Kommen wir irgendwie aus dem, na nun, ins Wasser, Ezio. Sei brav. Kommen wir da vom Wasser aus vielleicht ran? Sieht aber alles nicht so aus, als wäre das hier irgendwie bekletterbar. Bin ich überhaupt richtig? Ich bin hier total verkehrt. Kein Wunder, dass es hier nicht hochgeht. Vielleicht einfach mal 5 Sekunden früher auf die Karte gucken. So wird das in der Folge natürlich nichts mit den 3 restlichen Aussichtspunkten, wenn ich mich hier so anstelle. So schusselig. Wenn wir aber schon mal hier sind. Zack. Fünfhundert. Nein. So. Rein? Offensichtlich. Das Hafenviertel. Wo ist denn hier der Aussichtspunkt?
glaube, ich habe ihn gesehen. Da oben ist er wohl. Buona giornata. Buona Javas. Ma che fa? Ist er von Sinnen? Ja, ja, immer noch. Immer noch total von Sinnen. Ah. Oh, mein Hals ist aber heute auch wieder ein Träumchen. So, ohne Wachenkontakt sogar. Hätte ich ja fast gar nicht mit gerechnet, um ehrlich zu sein. Das ist tatsächlich der Stadthafen. Gut, dann markieren wir auf der Karte direkt mal den nächsten Aussichtspunkt. Das bist du. Hup, Imbahoi. Wir kennen das. Kann ich jetzt hier hinten lang marschieren? Ach ne, hier ist ja noch Stadtmauer. Dann müssen wir jetzt einmal wieder zurück komplett. Was ist hier für Feuerwerksgedöns? Warum? Was soll es? Ich habe sehr hart dafür gearbeitet. Ich dulde es nicht, dass Idioten wie du meine Arbeit. Laber mich nicht voll, ey. Oh, hallo, wach. Ich würde sagen, wir gehen mal über die Brücke. Nach oben, um den Aussichtspunkt zu suchen und reiße erstmal jeden um, da oben auf der Kirche. War irgendwie so ein bisschen zu erwarten. Hier ist irgendwo eine Wache. Verdammt! Sofort runter, hier runter! Schneller, Brüder! Da hat er aber bestimmt noch mehr rangeholt, der Gute. Na, Vorsicht, Vorsicht. Synchronisieren. Unten steht noch eine Wache, also links von uns. Die ist uns aber nicht... keine Gefahr. Und hier ist offenbar eine Glyphe. Ah, dasselbe wie beim letzten Mal. Ich stehe auf dem Aussichtspunkt und drücke Y fürs Adlerauge. Na klar. Ja. Großes Frage ist sich, gucken wir uns Glyphe an. Wo ist Glyphe? Auf der Seite offensichtlich nicht. Bleib auf dem Dach, Ezio. Sehr schön. Da ist eine Feder. Kletter hier mal am Dach lang. Vielleicht ist es irgendwo an der Wand. Wachen sind ja hier oben alle weg. Uns also in aller Ruhe umschauen. Ah, ich sehe sie. Hätten wir die Wache auf der anderen Seite gar nicht ausschalten müssen. Ja, dann ich... Komm, wagen wir uns an die Glyphe. Vielleicht schaffen wir Glyphe in der Folge das und Ende. Den letzten Aussichtspunkt. Das Ende
fast das Ende. Das glaubwürdig. Es ist schon passiert. Die Spiele waren einst Teil eines Ganzen. So, das müsste die vorletzte Glyphe sein, glaube ich. Bilderrätsel. Alles klar. Ich probiere mich zu konzentrieren, aber ich werde wieder kläglich scheitern. Einst angebetet, nun ignoriert, beobachtet es aus der Ferne und wartet. Ja. Mars, Venus und Amor. Nazca-Stoff. Aztekischer Steinkalender, 1427. Erscheinung eines Baumgeistes während des Gebets. Das Osttor. Markierungsscheibe, ca. 650. Okay. Ich sehe noch überhaupt keinen Zusammenhang so wirklich. Heckenfresko der Sixtinischen Kapelle, 1512. Buch der Toten, ca. 1310 vor Christi. Einst angebetet, nun ignoriert. Könnten das irgendwie alte Götter sein? Verstoßene Götter oder so? Kuan Yin Bodhisattva, der 1000 Arme und Augen. Ca. 1000. Thron der Nächstenliebe, ca. 1345. Und jetzt geht's los. Einst angebetet, nun ignoriert. Beobachtet es aus der Ferne und wartet. Geht's da um Geister? Also Amor in dem Sinne ist ja kein Geist. Wir haben hier zum Beispiel einen Waldgeist. Das ist mit Sicherheit auch ein Geist, dieser Adler oder... Ach, ich weiß nicht. Es ist ja auch so Kalender und Stoffe dabei sind und es ist, irritiert mich total. Sorry. Herr und wartet. Beobachtet es aus der Ferne und wartet. Vielleicht alles, was fliegt oder so? Könnte man noch sagen, dass wir dann... Ja, hier im Deckenfresko ja irgendwie auch fliegende Götter, wie auch immer, haben. Hier ein Vogel, der theoretisch fliegen kann. Amor hatte Flügel. Ich nehme mal den Hinweis. Okay. Dasselbe Ding wird von verschiedenen Kulturen verehrt. Das muss naturbasiert sein. Dasselbe Ding ist das derselbe Tipp nochmal, ja. Okay. Dasselbe Ding wird von verschiedenen Kulturen verehrt. Das muss naturbasiert sein. Naturbasiert. Oh, sorry, das wollte ich nicht nochmal machen. Okay. Dasselbe Ding wird von verschiedenen Kulturen verehrt. Das muss naturbasiert sein. Ich habe immer noch nicht wirklich eine Ahnung. Naturbasiert. Vielleicht alles, was irgendwie mit der Sonne zu tun hat. Was... Markierungsscheibe. Was wurde denn mit dieser Markierungsscheibe markiert? Das würde vielleicht ein bisschen helfen.
Sollte es so einfach sein? Natürlich nicht. Okay. Wird doch nur löschen. Dasselbe Ding wird von verschiedenen Kulturen verehrt. Das muss naturbasiert sein. Vor allem dasselbe Ding. Ich bin ratlos, deswegen würde ich sagen, dass ich an dieser Stelle schneide. Wir sehen uns gleich, wenn ich die Lösung raus habe. Ich hoffe, für mich dauert das jetzt keine 3 Stunden. Wenn nicht, schlage ich es halt nach. Wozu gibt es denn das Internet, diesen neumodischen Kram? Dann würde ich sagen, sehen wir uns an dieser Stelle gleich wieder. Da sind wir wieder, und zwar tatsächlich so, wie ich gedacht habe, dass man nach Abbildung der Sonne suchen muss. Ich habe nur wieder nicht genau genug geschaut. Das heißt, wir haben ja hier offensichtlich eine Sonne, zumindest sieht es wie eine Sonne aus. Dann haben wir da auch eine Sonne drauf, schließlich ist es ein Kalender, aber wir sehen auch eindeutig, dass das einer Sonne ähnelt. Dann haben wir hier im Hintergrund eine riesengroße Sonne, die hätte ich niemals gesehen, wenn die Aufnahme gelaufen wäre. Never ever. Dann haben wir hier über dem Kopf des Vogels eine Sonne. Und wir haben hier quasi auch mittig dieser orangene Kreis soll auch eine Sonne darstellen. So sieht's nämlich aus, Freunde. Was steht denn da? Toba, vor 75.000 Jahren war kein Vulkanausbruch. Okay. Ein Behälter voller Asche wird vom Himmel fallen, der das Land verbrennt und die Ozeane kocht. Hopi. Die Erde. hätten wir das auch. Und es fehlt nur noch eine einzige Glyphe. Ich habe keine Ahnung, was das genau für eine Glyphe sein wird. Ob noch ein Bilderrätsel. Oder vielleicht sogar... noch ein Coderätsel oder was ganz anderes. Ich habe keinen Plan. So, jetzt wollen wir noch nach hier. Das würde ich sagen, erledigen wir aber in der nächsten Folge. Oh, die Truhe ist doch noch nicht ganz voll. Au, das wollte ich nicht. La 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 la. Dann gehen wir direkt noch schnell zum Doktor. Buongiorno, hallo, hallo, hallo. Jetzt heilen. Zack. Vollständig gesund. Alles klar, ich werde offscreen probieren, noch schnell so einen Zettel von der Wand zu reißen, dass die von der Karte verschwinden. Die stören mich immer ein wenig. Und wir sehen uns an dieser Stelle beim nächsten Mal wieder, erklimmen den letzten Aussichtspunkt und werden dann kurz nach Monte Regioni zurückgehen, die Kiste ausräumen und gucken, was wir da noch alles Feines kaufen können. Bis hierher sage ich danke fürs Zuschauen, hoffe, es hat euch gefallen und ciao, ciao. Bis zum nächsten Mal.